Hallo und guten Tag. Mein Name ist Felix Reichle und ich bin Entwicklungsingenieur für Mittelspannungsschaltanlagen bei Schneider Electric. Heute werde ich Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich SF6-freier Technologie bei uns im Sachsenwerk geben. SF6-freie Technologie wird von Schneider Electric schon seit vielen Jahren erforscht. Ziel ist es, das Gas SF6 als Isolierstoff in Mittelspannungsschaltanlagen zu ersetzen, ohne dabei die Kompaktheit der Anlagen zu verlieren. Denn SF6 hat ein Treibhauspotenzial von 23.500, daher es ist um das 23.500-fache schädlicher als die gleiche Menge CO2. Eine Alternative wird somit zum Must-Have in der Industrie. Mit der SF6-freien Technologie von Schneider Electric kann in Schaltfelder die Isoliereigenschaft weiterhin gewährleistet werden und das mit reiner Luft bei kompakter Größe. Hinter mir sehen Sie nun ein Feld des Projekts mit ED-Netze. Gemeinsam mit dem Kunden starten wir einen Feldtest, bei dem wir erstmals eine komplette Schaltanlage mit insgesamt 17 SF6-freien Schaltfeldern vollständig neu aufsetzen. Mit dem Projekt in Löffingen möchte ED-Netze die Leistungsfähigkeit des Netzes der Region für die kommenden Jahrzehnte nachhaltig gewährleisten. Ein wesentlicher Beitrag dazu sind die SF6-freien Anlagen, die bis Ende des Jahres in dem neuen Umspannwerk verbaut werden. Bei der Feldtestanlage handelt es sich um eine 24 kV Mittelspannungsschaltanlage mit einem Kurzschlussstrom von 20 kA und einem Nennstrom von 1250 Ampere. Dank der SF6-freien Technologie und den digitalen Funktionalitäten wie die digitale Druck- und Temperaturüberwachung sowie die Möglichkeit der Visualisierung von Schaltherstellungen können wir eine umweltfreundliche und sichere Energieerzeugung in die Wege leiten. Der kommerzielle Launch der sogenannten GMR-Set erfolgt dann Mitte 2022. Wir freuen uns schon, mehr Menschen mit der umweltfreundlichen SF6-freien Technologie zu erreichen.